Also ich werde dich jetzt auf mein Posi mitnehmen und quasi sagen, auf was ich darauf achten werde. Ich habe meine Frontpose, die stehe. Also normalerweise steht man die so da. Da ich aber hier relativ breit bin, drehe ich das Ganze ein bisschen ein, um das etwas schmaler wirken zu lassen. Dann schaue ich immer drauf, dass ich die Übergänge mit dem Bein halt stimmen. Also wenn ich quasi so bin, gehe ich einmal so. Dann mache ich den Übergang mit den Armen, den habe ich jetzt nochmal geändert und gehe so in die Seitenpose rein. Drücke hier in die Hüfte rein, damit die Schultern besser rauskommen und quasi unter Druck stehen. Dann ziehe ich die Arme nach außen, damit ich hier mehr Druck auf der Brust bekomme und den Bauch. Quasi, ich hole Luft und lasse das schon mal raus und dann kriege ich den Bauch schön flach und kann ihn schön reindrehen, ohne dass ich immer ständig aus- und einatmen muss und der Bauch dann so wird. Also beim Reingehen drücke ich die Luft raus und kann somit den Bauch besser unter Kontrolle behalten. Dann bei der Rückpose gehe ich einmal so. Hier achte ich darauf, dass ich gerade stehe. Ich habe immer das Problem, dass ich entweder so oder so stehe. Da oben ist eine Kamera. Und dann drehe ich mich quasi so ein, eine Hand an der Hüfte. Dann gibt es wieder eine Drehung, wo ich mich so drehe, wieder die Hand an die Hüfte, damit die Schultern wieder schön unter Druck sind und die Seite rein. So, dann drehe ich mich einmal so und dann stehe ich wieder in meiner Frontpose da. Ich mache das Ganze jetzt mal quasi so, wie das aussehen würde und wie ich dann quasi auf der Bühne mein Posing machen würde. Immer leicht nach unten lehnen, weil die Jury ja nach unten ist. Und ich finde, die Übergänge von den Beinen sind genauso wichtig, genauso wie die Posen an sich selbst, dass man die ordentlich steht. Noch ein Tipp, wenn ihr das Posing übt, also so mache ich das immer. Anfangen mit dem Posing mache ich das immer so, dass ich also die Grundposen erstmal normal durchgehe, damit ich die so halt sicher stehen kann. Die Rückenpose, diese seitliche Pose und quasi diese Frontpose. Ich habe dann jetzt noch einen Tipp für euch und quasi mache ich das so, ich stehe erstmal diese Frontpose, also diese normalen Posen einfach da und übe das Ganze erstmal, damit ich das sicher stehen kann. Als nächstes gehe ich dazu über, dass ich quasi diese Übergänge mit den Beinen übe, weil ich finde, das ist genauso wichtig wie das Posing an sich selber, damit die Übergänge da auch schön akkurat sind und die Posen quasi sauber und fließend übergehen. Und als nächstes mache ich quasi die Runde so, dass ich das Ganze quasi nochmal alles durchgehe und jeweils die Posen immer 30 Sekunden halte, also 30 Sekunden bis 60 Sekunden, weil auf der Bühne ist es halt wichtig, dass ihr die Posen sicher und lange halten könnt, ohne dass das Ganze anstrengend aussieht und die Muskulatur quasi wie beim Bauch, dass ihr den Bauch schön flach halten könnt und ihn permanent eine Minute flach halten könnt. Das ist halt zum Beispiel sehr wichtig oder halt diese Arme hier schön an die Hüfte ran, damit der Druck auf die Schultern wieder kommt und sozusagen die Schultern besser zur Geltung kommen. Und natürlich, oh, das Lächeln nicht vergessen, weil das ist das Allerwichtigste oder mit das Allerwichtigste. Okay.